Boah. Ey, da geht gar nichts. Oh, lecco mio. Ja, liebe Leute, heute mal für euch aus einer anderen Perspektive. Ich fahre hier eine Schubkarre mit ein paar feinen, kleinen Sachen, die wir uns gleich in Ruhe angucken. Es sind nämlich auch Ersatzteile angekommen. Ihr habt es ja in der letzten Folge, sind wir ja ein bisschen die Geräte durchgegangen. Ich muss jetzt zart machen, weil die Kamera ist nur ganz... Fuck. Ist noch am Laufen. Ja, das ist so... Das ist der richtige Umgang hier für Hightech. So ein Bauernhof. Das finden die richtig gut, die Sachen. So, ich muss jetzt zart machen, weil das mit der Kamera nicht richtig fest ist. Und das sagte ich eben und dann seid ihr hingefallen. Aber wir sind jetzt gleich auch schon da, wo wir hinwollen. So, wie ihr seht, ich bin nicht auf dem Traktor, ich bin nicht am Mähen, kein Heu, kein gar nichts. Das Wetter war oder ist leider so wie angesagt. Wir hatten jetzt ein schönes Wochenende hinter uns gebracht, beziehungsweise gestern Nachmittag ging es los mit Regen. Und ja, heute ist es auch schon sehr schwül und drückend. Also man erwartet Gewitter und im Süden Deutschlands sogar Starkregen hier mit 35 Liter Quadratmeter und so weiter. Ja, nicht die idealen Voraussetzungen, um nochmal weiter zu mähen oder nochmal eine Runde Heu zu machen. Nichtsdestotrotz nutze ich jetzt gerade die Wetterpause für die Maschinen. Wir hatten uns in der letzten Folge das angeguckt mit dem Schwader. Und dem Heuwender, den Heuwender nicht, aber beim Heuwender habe ich auch gesehen, dass da ein Zinken flöten gegangen ist, beziehungsweise ich glaube, der war schon vorher weg, hatte jetzt gewartet, ob ich noch was dazu kaufen muss nach der ersten Runde Heu machen. Manchmal geht ja noch ein Zinken kaputt oder so, da muss man nicht jedes Mal irgendwie was neu an Versandkosten bezahlen, dann kann man so eine Bestellung mal zusammen machen. Ja, bei dem Schwader, für den Schwader habe ich jetzt auch Zinken bestellt. Ich bin davon weggegangen, habt ihr ja mitbekommen, die alle neu zu machen. Das hätte ja irgendwie über 100 Euro gekostet für den Schwader. Das ist ja schon fast die Hälfte vom Gerätewert. Naja, ungefähr. Genau, das mache ich nicht neu. Aber ich habe jetzt so zwei, drei Zinken besorgt. Die wechseln wir aus, zumindest mal den einen langen. Wir gucken uns das gleich mal an. Ich habe noch nichts geguckt, noch nichts angehalten, irgendwas, passt das? Welche Länge haben die überhaupt? Ist das überhaupt richtig bestellt? Das kann nämlich jetzt auch ein totaler Reinfall sein. Aber sollte eigentlich klappen. Ja, das gucken wir uns an, das wechseln wir auch. Dann habe ich noch einen Teil geschenkt bekommen. Das gucken wir uns auch mal an. Hat was mit Hydraulik zu tun. Habt ihr vielleicht auch eben schon in der Schubkarre liegen gesehen. Habe ich noch nie benutzt, freue ich mich drüber. Gucken wir mal, ob wir das nachher an den Truck, ja, machen wir nachher noch an den Truck dran und gucken mal, ob es funktioniert. Ja, und ich habe hier halt ein Problem bei einem Deutz 1506 mit der Elektrik. Da war ich ein bisschen dran. Der hatte vorne am Frontscheinwerfer, die haben nicht funktioniert. Ich habe jetzt hier so ein bisschen schon versucht durchzumessen. Ich habe ja keine Ahnung von Strom, außer Plus und Minus. Und dass man einen Schalter braucht, für an- und auszumachen. Aber ein bisschen durchgemessen und kann, glaube ich, den Fehler eingrenzen. Da gucken wir nachher mal zusammen. Vielleicht könnt ihr mir da auch helfen, weil die Tipps von euch, die sind echt immer wertvoll hier. Wie ihr auch selber vielleicht festgestellt habt. Jo, also nicht lang schnacken. Wir fangen an und kümmern uns um den Schwader. Also ich habe jetzt hier auch zur Kameraführung ein neues Gerät, ne? Ein neuen Gimbal, wie das heißt, weil der alte war irgendwie Gimbal des Todes. So, und das hier ist 19, das heißt, ich kann jetzt noch mal losgehen und noch mal 19 besorgen. Gut, so, ich drehe uns mal eben, also eigentlich nicht uns, sondern mir. Ah, ja, super, Björn. Ganz toll. Ey Leute, ey, es ist so warm. Sorry, ey. Aber es ist so warm.
Wirklich unfassbar. So, das hier ist jetzt ein von den neuen Geräten, von den neuen Zinken. Ja, schön. Nee, passt nicht. Oh, ich habe doch gemessen. Echt jetzt? Ja, der hier ist so lang wie der eine lange, wo ich schon sagte, der ist aber was lang. Jetzt kommt natürlich die Idee von Toms Bastelkanal in Betracht, dass wir montieren und abschneiden. Also entweder waren die alle mal so lang hier wie das Ding. Und die sind jetzt schon so verschlissen, dass sie so, dass denen so viele Zentimeter fehlen. Das sind ja 2 Zentimeter oder so locker, die hier weg sind, ne? Guck auch noch mal. Ja, eher mehr, da sind ja schon, seht ihr das? Wie viel das ist, ja. Dann schraube ich jetzt den ab, hier, und mache den neuen dran. Und dann muss man hinterher mit der Flex gucken, dass wir den entsprechend abflexen. Wo stellt ihr euch am besten hin? Boah! Ey, da geht gar nichts. Oh, lecco mio. Alter Verwalter. Sind wahrscheinlich noch die allerersten, die hier drauf sind. So, boah, heiß. Ja, ey, das ist ja auch, stimmt aber vorne und hinten nicht, immer. So, ja, also super anstrengend, ich besser vorher mal eingesprüht irgendwie. Ja, also hier sieht man es auch noch mal ganz schön, ne? Die Länge, das passt nicht. Ja, ist wieder richtig super. Es gibt nämlich da eigentlich gar nicht so viele verschiedene Längen. Deswegen wundert es mich. Also so super verschiedene habe ich jetzt auch nicht gefunden. Vielleicht gibt es die, aber... Deswegen hat der nämlich derjenige welcher hier sich nämlich mal einen dazu gekauft. Aber das hier ist ja, ja, ich weiß nicht, ob man es mit dem Gegenlicht sieht, das ist ja richtig heftig. Gut, was habe ich noch hier im Kartönchen? Und zwar hier sowas. Das hier ist ein Zinken vom Euwender. Und da gehen wir jetzt auch mal gerade hin zum Euwender. Aufnahme gestoppt. Oh. Ja, Speicher voll. Die wollen heute nicht. Das Ding will heute nicht. Dann machen wir Folgendes. Ich hoffe, das hält. Die Kamera stürzt jetzt nicht ab. Ah, das geht erstaunlich besser hier. Okay, gut. Ja, wie gesagt, Zinkenverlustsicherung hat hier nicht funktioniert. Sie hat insofern funktioniert, dass sie noch da ist. So, jetzt kurz noch checken, ob das so richtig rum ist. Ja, ich stelle mich jetzt vielleicht gerade an wie der letzte Otto. Ah, wahrscheinlich muss ich das doch abschrauben.
Ah, sehr gut. Also heute, ihr merkt das, heute gelingt mir alles so richtig gut. Ich entschuldige mich auch jetzt schon fürs viele Fluchen. Ist eigentlich meine Art. Aber nicht hier in den Vlogs oder in den Serien. Ist ja jetzt so kompliziert, hier das Ding einzufädeln. Ja. Haha. Es ist nicht wahr. So rum kommt das dran. Weil bei dem ist das, glaube ich, hier jetzt nicht so tragisch, aber beim Niemeyer gibt es links und rechts laufend. Ne? Also da muss man manchmal gucken. Da gibt es extra auch linke und rechte Zinken. Da muss man einmal kurz Hirn einschalten bei der Montage. Aber hier, also ich brauche heute auch ein bisschen Hirn. Aber manchmal hat man ja so Tage, ne? Erstmal so ein bisschen neben der Kappe. Heute ist meiner. So, das freut mich doch, hier schön wieder ein neuer Zinken dran. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt auch richtig montiert, aber sieht gut aus. So, weiteres war, glaube ich, nicht defekt. Also, als ich den hier abgestellt habe, war alles frei. Ne? Das wächst hier einmal Regen und schon wächst das hier wie die Hulle. Die Hulle, so. Und hier ist das Gerät, was ich meine. Ein hydraulischer Oberlenker. Ja, den probieren wir doch heute noch nicht aus, weil nach wie vor brauche ich den Truck jetzt nicht. Wir machen jetzt noch eben, solange das Wetter... Das gibt's doch jetzt nicht. Ist mein Shirt hier eingerissen. Seht ihr das? Am Arm. Einmal kurz hängen geblieben. Am Schredder. Schon Shirt eingerissen. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Was habe ich am Deutz gemacht? So, ich habe hier... Das ist ein Frontscheinwerfer und das ist die Zuleitung, die man hier sieht. Das ist die Zuleitung nach vorne. Die geht hier bis hier vorne hin. Bis hier vorne hin. Hier, Moment, ich mache mal gerade die Haube auf. So, hier ist die Zuleitung. Die kommt quasi vom Sicherungskasten, vom Zündschloss, von vorne jedenfalls bis hier hin. Und ich habe jetzt hier gemessen mit dem Multimeter und hier kam nichts an, also irgendwie 2 Volt oder so. Das reicht ja nicht. Gut, was habe ich gemacht? Lenkrad runter und hier vorne am Sicherungskasten mal drüber gebürstet. Empfehle ich euch nicht zu machen, wenn die Batterie angeklemmt ist. Das gab nämlich einen kleinen feinen Kurzschluss, als ich mit der Messingbürste darüber bin. Also besser vorher Batterie abklemmen. Ja, und hier irgendwo ist der Fehler versteckt, warum das Licht vorne nicht geht. Ich würde jetzt als erstes nochmal noch so eine Kleinigkeit machen. Ehrlich gesagt, ist eine Kleinigkeit. Ich würde jetzt noch eine Kleinigkeit machen. Und zwar hier das Massekabel habe ich dabei. Ich hoffe, das passt, weil das hier geht ja nicht, ne? Das ist scheiße. Hier Massekabel, Massekabel hier neu machen, abschrauben, neu machen, dann ist das schon mal Taco. Ja, als nächstes würde ich dann mal gucken, was hier mit dem Licht vorne ist. Ich habe heute irgendwie massiv Probleme mit der Kamera. Die geht hier andauernd aus und an und was weiß ich nicht alles. Super nervig, tut mir leid. Ist jetzt dieser Vlog hier keine Glanzleistung oder irgendwas, womit man stolz sein kann. Geht mir tierisch auf den Keks. So, schon wieder Ausfall und deswegen machen wir jetzt umso schneller. Dann
lassen wir das auch mit dem Licht. So, warum schmeckt mir das jetzt hier nicht? Weil hier dieser Halter normalerweise hier rüber geht. Das ist alles nichts. Das ist jetzt für hier in Ordnung, um jetzt mal das Licht zu checken, aber auf Dauer ist das einfach nur daneben. Und ja, jetzt ist das hier eine etwas nicht ganz so tolle Folge geworden, finde ich. Also das schmeckt mir jetzt gerade überhaupt nicht, weil die Technik hier auch versagt. Mein Telefon hier überhitzt die ganze Zeit und muss irgendwie abkühlen und so weiter. Ich muss jetzt auch gleich ein bisschen abkühlen. Das ist erstmal Stand der Dinge. Falls noch einer irgendwie einen Tipp hat wegen Fehlereingrenzung von dem Licht für vorne, immer her damit. Und wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.